Das ist ja eine schöne Choreografie von unserem Mädels hier vorne. So. Der Heini ist bereits gelandet. Für die Zeitmessung und Auswertung sorgt ein speziell für diese Disziplin entwickeltes Computerprogramm der SSA. Jetzt natürlich die große Frage. Fabian und Paul sind gestartet. Jetzt die Hände aus den Hosentaschen. Zeigt, dass ihr Fans seid und wir begleiten die Jungs herunter. Und Fabian und Paul, unser hoffnungsvoller Nachwuchs, das sind die beiden Namen, die wir uns klatschen sollten. Hopp, 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 hopp. Wunderschön schaut das aus von der Hafen. Jawohl. Schön synchron und im Ziel entfallen. Erfolg! Österreich gegen die Schweiz, der erste Kampf! Links Österreich auf Orange, rechts die Grünen, die Schweizer! Hopp, 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 Schweiz! Hopp, 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 Schweiz! Outside Österreich! Hopp, 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 runter! Auf Vorraten! Das Team Markus Berner, Roland Bacher, gegen Ivan Kamis, die Zerner Zeller! Erfolg für den nächsten Länderkampf. Die Schweiz auf der orangen Piste, Österreich auf der grünen Piste. Die momentan führenden Armando Stöhr, Jonathan Fiol gegen Nick Niedermoser und Andreas Huber auf der grünen Piste. So, wunderbar, kommen sie herunter und wir machen uns bereit für den zweiten Länderkampf. Hopp, 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 hopp. Der Schweiz-Österreichische Länderkampf beginnt. Die Österreicher auf der linken Piste, orange. Die Schweiz auf der rechten grün und sie kommen herunter. Super, fantastisch, die Schweizer und auch die Österreicher. Und es geht herunter, kommen zur Schanze. Und wir klatschen, wir jubeln. Hopp, 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 hopp. Ein Ziel. Gesamtpunkteanzahl 202,09 für die Skischule Neustift. 200. Karl Matador ist gestartet. Beitschen gehen ins Halbfinale. Wo sind die Fans? Das Team Sportalba auf der orangen Piste. Das Team Jährig auf der grünen Piste. Klaus Jehle, Andreas Tatschl gegen Hans-Peter Steiner, Horst Simon Lehner. Oh. 44,55. Ich traue mich es gar nicht ausreden. Team Jährig. Das letzte Team ist auf dem Weg ins Halbfinale. Die große Frage, wer wird es sein? Das Team auf der grünen Piste, Patrick Betz, Benjamin Walz, die Arlberger Sitzburber oder das Team auf der orangen Piste? Simon und Ewald Grünauer von Sport Blankensteiner. So, jetzt ein Sprung über die Schanze. Hervorragend. Wer wird sich jetzt noch den Weg ins Halbfinale sichern? Die Zeit. Und der Schweizer Länderkampf ist wieder eröffnet. Österreich gegen die Schweiz. Österreich auf der orangen Piste, das Team Avery Dennison, Skischule Ramsau auf der grünen Piste, das Team St. Moritz 1 mit dem momentan Gesamtführenden Armando Stöhr und Jonathan Fiol. Sie kommen zur Schanze. Es schaut nicht schlecht aus. So, und wieder Hände raus im Halbfinale. Der Start ist Erfolg. Jetzt mit Nationalstolz bringen wir unsere Österreicher herunter. Wir jubeln, wir klatschen, wir schreien, wir holen sie herunter. Möge der bessere von den beiden Teams erfolgreich sein. Es geht hier im Halbfinale auf dem Weg ins Finale. Sie kommen fast gleichzeitig zur Schanze. Wunderbar herunter, geschmeidige Schwimme und sind im Ziel. Auf der Jagd nach 0,9 Punkte auf der orangen Piste das Team St. Moritz 1, die momentan Gesamtführenden. Auf der grünen Piste das Team Avery Dennison, Skischule Ramsau mit einem hauchdünnen Vorsprung von 0,9 Punkten. Sie kommen fast gleichzeitig zur Schanze. Oh! Oh! Sponsor vor mir.
offensichtlich ein bisschen in sich zusammengesunken. Aber mit einem Glühwein wird alles wieder gut. Und die Teams sind gestartet. Auch hier die Bangefrage. Halten die Nerven bis ins Ziel. Es gilt 3,15 Punkte Vorsprung zu verteidigen. Es schaut momentan noch sehr gut aus, wenn man rausschaut. Links das Team Sport Blankensteiner, rechts das Team Sport Alba. Jetzt kommen sie zur Schanze und hinunter. Wer hat die bessere Zeit? Wer hat die besseren Punkte? Und wir gratulieren. Und die Teams sind gestartet. Markus Berner, Roland Bacher, das Team Avery Dennison, Skischule Ramsau. Gegen das Team Sport Blankensteiner, Simon und Ewald Grünauer. So, auf dem Weg. Kommen Sie herunter zur Schanze und jetzt heißt es mal Nerven mobilisieren. Konzentration. Synchron, so gut wie möglich. 106,8 Punkte für das Team Avery Dennison, 105,07 für das Team Sport Blankensteiner. Und sie sind gestartet. Die noch gesamtführenden Armando Stöhr und Jonathan Fiol, das Team St. Moritz 1. Gegen die Seilerburm, Team Jennewein, Klaus Jehle und Andreas Tatschl auf der grünen Piste. So, momentan schaut es noch relativ gleich aus. Es geht hier um Punkte, Zehntelmeter, Sekunden und sie sind im Ziel mit einem riesengroßen Applaus. Und die Teams sind auf der Piste. Es geht um den dritten Platz. Simon und Ewald Grünauer, das Team Sport Blankensteiner. Gegen das Team Avery Dennison, Skischule Ramsau, Markus Berner, Roland Packer. Momentan noch 1,7 Punkte Vorsprung. Oh. So, eifrige Diskussionen. Was ist passiert? So, und die Teams sind auf der Piste, meine Damen und Herren. Wir klatschen in die Hände. Peitschen wir unsere Läufer hier herunter. Es geht um den Sieg heute hier. Wird der Gesamtführende, das Team St. Moritz 1, Armando Stöhr, Jonathan Fiol, heute geschlagen von Klaus Jehle, Andreas Tatschl, Seilerburm, Team Jennewein. Klaus Jehle, Andreas Tatschl, 24,84. Das Team 1 hat die Zeit 21. So. Österreich hat gewonnen, das ist die Quintessenz mit einer Gesamtpunkteanzahl von 218,3.